Guten Abend bei Leben mit Energiewende TV. Einmal mehr aus Fürstenfeldbruck vom Jahreskongress des ABSI, des Fördervereins Solarenergie in Bayern, wobei das ja nicht nur Bayern betrifft, sondern auch die Österreicher sind mit dabei, die Franken logischerweise und auch Niederländer. Manche Leute haben ganz verrückte Ideen, ihre Häuser zu beheizen. Ich denke da beispielsweise an jemanden, der heizt mit Kirschkernen. Wir wissen von Leuten, die heizen aus der Kanalisation heraus, wird die Abwärme genutzt, um ein Haus zu heizen und viele andere Sachen mehr. Hier auf diesem ABSI-Kongress ist heute ein Herr Herwig Hufnagel. Der ist wahrscheinlich Weltrekordhalter im Heizungsbau und Umbau seines Hauses. Immer wieder wird was Neues gemacht und ich verstehe einfach nicht, dieser Mann hat einen Wahnsinnselan, neue Ideen zu haben, was Neues auszuprobieren und vor allem auch seine Familie und seine Kinder mit anzustecken. Beispielsweise in der Elektromobilität. Aber ich glaube, sein Sohn ist ein schwarzes Schaf. Aber erstmal schauen wir uns den Vortrag an nach dem Trailer. Ja, guten Tag. Mein Name ist Hufnagel Herwig. Ich komme vom Solarenergieförderverein Infostelle Nordbayern, bin einer der Ansprechpartner. Ich habe noch ein paar kleine Worte vorbereitet. Ja, das ist die Basis des Vortrags. Ich habe praktisch jeden Monat eine Spalte gemacht von 1996 bis heute. Und habe mal geguckt, wenn ich meinem Haus dreimal die Heizung umbaue, was kann ich denn eigentlich damit anders so tun? Das ist so die Basis. Gemacht ist der Vortrag jetzt nicht unbedingt für ein Fachpublikum wie hier, ne? Also wenn hier Fehler drin sind, hier sitzen wahnsinnig viele Vorbilder von mir, ja? Wenn heute Fehler drin sind, dann seid ihr selber schuld. Ja, weil das alles, was ihr heute gehört habt und alles ist da wieder drin, also ich bin da kein Neuerfinder oder so, sondern mehr so der nur mal was hören und daheim mal ausprobieren. Klar, Solarenergie Förderverein brauche ich nicht weiter vorstellen. Die Ziele, das wäre jetzt dann praktisch für die, wenn ihr mich mal einladet und sagt, Mensch, mach doch mal einen Vortrag bei uns. Wir hätten jetzt den Vortrag, wo ich normalerweise 1,5 Stunden brauche, mindestens in 20 Minuten durch. Lehnt euch einfach zurück, genießt euch ein paar Ergebnisse, ein paar Highlights habe ich für euch eingebaut. Mal gucken, was kommt. Bei uns zu Hause, das heißt Mittelfranken, wo ich herkomme, mit welchen Faustregeln ich denn da versucht habe, an die Sachen ranzukommen, mit welchen weiteren Möglichkeiten das uns geht. Ich bitte dann zu beachten, ganz unten an diesem Diagramm, das praktisch aus dieser Tabelle abgeleitet wurde, von 96 bis heute, unten, das ist die Nulllinie. Ja? Und die ganzen Fieberkurven, die ihr da seht, das ist kein Grad Celsius, das sind alles CO2-Kurven. Wenn ein Herr sagt, das ist wirtschaftlich, dann meint er immer, das ist geldlich. Ja? Ich sage, wirtschaftlich ist es, wenn ich aus einer Kilowattstunde die mir die Erde schenkt, auch eine Kilowattstunde irgendwo verarbeite. Und nicht Ether mal Ether mal Ether mal Ether. Ja? Da finde ich nicht, halte ich nicht viel davon. Gut. Wenn wir über die Energie sprechen, ganz klar, Primärenergie wird verwendet. Also ich rede jetzt nicht von, ich rede nur von Endenergie, ich rede nie von Primärenergie heute. Die 3E braucht die Welt, das ist nicht Erdgas, Erdöl und sonst nicht irgendwas, sondern das erste ist der energetische Dreisprung, sparen, steigern, Effizienz steigern und dann eben die Erzeugung der erneuerbaren Energien. Im Vortrag habe ich mal einen Fehler drin, zeige ich euch mal dann. Was passiert, wenn man diesen Dreisprung in der zeitlichen Reihenfolge verlässt. Deswegen hier nochmal dieser Pac-Man in dieser Reihenfolge, bitte niemals was vertauschen. Na, springt schon. Was hilft bei meinem Gebäude, das ich dann Ihnen so vorstelle im Laufe der Zeit? Ich habe also 1993 so das Bauen angefangen, nach 14 Jahren war die Bude dann auch schon fertig, habe also alles selber gemacht. Verzicht auf Kuben und Gaubenärger und alles, was praktisch ist, alles, was die Oberfläche vergrößert. Ja, wir haben also genau einen quadratischen Grundschnitt, also das Haus passt möglichst genau in eine Kugel rein, hat der Architekt gemeint, ist eine gute Idee. Da hat man möglichst viel Lebensraum und möglichst wenig Außenfläche, dergleichen mehr. Ich habe da alles reingebaut mit Wintergarten und Glas und sowas, was man halt damals machen konnte. Dann sagt einer, okay, ich habe aber dann lieber einen Altbau zu Hause und muss den mal mit dem zurechtkommen. Da gibt es dann auch von unserem Verein Vorträge, da geht es dann um die ganzen Isolierungsgeschichten und Sanierungsthemen. Kann sehr gut, der andere Ansprechpartner von unserer Infostelle, das ist der Thomas Bieber. Könnt ihr also auch einladen. Ne? Wer hat mir immer sehr gut geholfen? Also ein Heizungsbauer hat mir nie geholfen, ein Verkäufer einer Photovoltaikanlage hat mir wirklich nie geholfen. Sondern es war sehr oft
Leute, die aus der Baubiologie kommen. Es waren Energieberater, die geholfen haben. Ingenieurbüros, Architekten haben inzwischen auch wahnsinnig viel dazugelernt. Und Verbraucherschutzverbände natürlich wie unser SFV Energie, damit schließt sich der Kreis. Wir können Ihnen natürlich da auch so gut wie wir können weiterhelfen. Haben wir also die erste Effizienzsteigerung. Ich habe dann versucht, wie das Haus neu war, habe ich mal versucht, Kraft-Wärme-Kopplung einzubauen, weil Ölbrenner kamen überhaupt nicht in Frage. Photovoltaik haben wir damals noch nicht gehabt in irgendwie erreichbarer Größenordnung. Strom und Wärme wollte ich aber trotzdem möglichst gut verbrauchen und da hat man also gesagt, okay, ich baue so einen kleinen Einzylinder ein. Derjenige, der da also zum Beispiel gerade die Maschine ablehnt, das ist der Andreas Niederlöhne von Enco Anlagentechnik, heute macht er lauter Biogasanlagen. Damals habe ich mit ihm versucht, so einen kleinen Einzylinder zu machen. Der hat praktisch gerade mal 300 Kubikzentimeter gehabt, also das waren 1,5 kW elektrisch, die er dabei abgegeben hat. Und mit den 4 kW habe ich damals das Haus geheizt. Die Heizungsbauer haben gesagt, geht nicht, die wollten 14 Heizkörper montieren. Von den 14 habe ich nur 7 angeschraubt, aber nur 4 laufen. Also man braucht wirklich nicht so viel Power, wenn das Haus weniger braucht. Deswegen ist Energiesparen eigentlich immer das Wichtigste. Kraft-Wärme-Kopplung brauche ich hier, glaube ich, auch nicht weiter erklären. Mache ich dann immer in den ausführlichen Vorträgen. Was ich aber euch schon auf die Nase binden will, das ist praktisch dann wieder ein Teil des Diagrammes. Ja, in der Zeit, in der das BHKW gelaufen ist, auf Erdölbasis. Ich wollte ja dann irgendwann auf Raps umsteigen, aber das hat nie funktioniert, weil das Raps immer so verschmiert im Zylinder und die kleine Maschine, die kam damit nicht zurecht. Dann haben wir wieder umgestellt auf Heizöl, hatten dann Schwermetalle reingeschmissen, damit wir wenigstens bei der gleichen Drehzahl noch einigermaßen rumkommen. 700 Kilogramm CO2 habe ich dann pro Monat verballert. Ja. Ich habe natürlich auf der Stromseite wieder 150 Kilogramm wieder gut gemacht, ne, aber ihr seht schon, das hat es nicht gebracht, das war nicht der Weg, den man dann irgendwie gehen konnte. Ja? Der kleine Kerl, das ist mein Sohnemann, der schreit natürlich dann dekarbonisieren. Ne? Klar, haben wir also dann gesagt, okay, machen wir was anderes draus. Ich habe dann eine Solaranlage gebaut, warm Wasser, mit viel Wasser im Keller und habe versucht, über die Runden zu kommen. Das ist gescheitert, weil ich einfach an der Effizienz noch nicht dran war. Deswegen flog die Warmwassersolaranlage mit den ganzen Speichern wieder raus. Ich habe dann diese Wärmepumpe reingebaut. Die Wärmepumpe, das ist ganz klar, da nimmt man wieder mal so einen Bagger, nimmt man kaum, dass der Garten grün war, man macht dann außenrum so 150 Meter lange Kabel außenrum. Ne? Da ist mein Sohn wieder, der hat das ganz genau nachgemessen, haben wir dann die ganzen Wärmeschleifen wieder vergraben und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil diese Wärmepumpen, die diese Erdwärme nutzen, also nicht bohren und irgendwie Wasser nehmen und nicht irgendwie Luft ansaugen und auf irgendwelche Ventilatoren quetschen, ja, sondern Erdwärme, weil die Erdwärme nimmt mir im Winter die Wärme her, die Sonne praktisch im Sommer über eingebracht hat. Ja? Das ist praktisch ein saisonaler Langzeitspeicher, der durch die Wärmepumpe, sage ich mal, im Winter relativ effizient mit der Energie wieder umgeht und das Zeug wieder rausholt. Deswegen hat es gemacht. Das Zweite, was war, diese Wärmepumpe habe ich immer verpönt, weil ich immer gesagt habe, naja gut, im Kraftwerk haben wir noch damals nur Braunkohlekraftwerke im Einsatz gehabt und das, was praktisch die Wärmepumpe zu Hause gewinnt, das habe ich praktisch im Kraftwerk verloren. Aber ich bin damals auch EWS-Kunde geworden und die EWS-Mitgliedschaft praktisch, der Stromversorger, der nur regenerativen Strom anbietet, der hat bei mir im Hause eigentlich erst diese Wärmepumpe möglich gemacht. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sind wir dann schon bei dem dritten, was man denn so alles gemacht hat. Angefangen haben wir also dann mit Raumheizung durch Biomasse. Eins zurück. Ne? Sie sehen jetzt hier einen Grundofen. Grundofen hat eine Carmen letztes Jahr bestätigt und jetzt letzte Woche war der Kaminkehrer da. Ne? Das Biest hat heute noch einen super Wirkungsgrad, ist inzwischen 20 Jahre alt. Sie sehen auch, dass keine Fußbodenheizung drin ist. Ein Grundofen ist langsam wie ein Elefant, ja? Den habe ich ergänzt mit schnellen Heizkörperheizungen. Es wäre Quatsch gewesen, einen Grundofen mit einer Fußbodenheizung zu ergänzen. Ja? Wenn ich also ein flottes Heizsystem habe wie Heizkörper, ja, dann kann ich den mit einem langsamen Grundofen ergänzen. Wenn ich aber schon eine Fußbodenheizung habe, dann kann ich dazu eigentlich nur noch einen schnellen Einsatzofen nehmen, der mir halt mit zwei Scheitel Holz noch schnell was bringt. Das ist so eine Sache, wird heute meistens falsch gemacht. Dann das nächste, was wir dann gemacht haben, was ich noch sagen will, ist mit Biomasse verbrennen. Danke dem Herrn Schrimp für die Folie. Ja, die ist seit, glaube ich, 10 Jahren habe ich die drin. Ne? Also jedes Mal, wenn ich Holz direkt verbrenne, ja, da wo die 760 steht, das ist das CO2, das nimmt dann praktisch die Abkürzung. Wenn ich das Rotten verhindere, indem ich es verbrenne, es ist also nicht ganz CO2-neutral. Unser Planet braucht einfach für 10 cm Humus ein paar tausend Jahre, bis er die erzeugt. Ja?
Und momentan, was wir machen, ist dieses, gerade was Maisanbau oder so ist, dieses erosive Verhalten der Landwirtschaft, ja. Da müssen wir auch ein bisschen wegkommen, deswegen können wir nicht unbedingt dieses Pferd nutzen und reiten, bis es irgendwann mal zusammenbricht. Was wir noch gemacht haben, ist die Sonne, ist es ein Wahnsinnsglasanbau, es sind fast 40 Quadratmeter. Hinter diesem Glas ist alles mit Porphyr ausgelegt, das heißt, die Sonne kann praktisch dahinter den Boden erwärmen. Und wenn dann die Sonne weg ist, dann praktisch strahlt mir eigentlich der Porphyrboden, der gibt mir praktisch dann die Wärme auch wieder zurück, hat sich bewährt. Dann war damals die erste PV-Anlage 2000, glaube ich, oder so, 2001 als Volleinspeiser, waren damals knapp 30.000 Mark, die ich hinlegen musste, bei einem Jahresgehalt von 19.000 Mark. Aber die bringt mir heute noch 50 Euro im Monat. Also da bin ich sehr dankbar drum, die ist heute abgezahlt, läuft ohne ein Problem seit, seit 2001. Das nächste, was wir dann gemacht haben, das war dann die Warmwassernutzung durch diese Solargeschichte, wo heute ich eigentlich nur noch das Trinkwasser mache und Pufferspeicher mitnehme. Dann 2006 die Erdwärme dazu. In diesen Tabellen kann ich dann noch mehr dazu sagen, weil man jetzt eigentlich das immer das gleiche Gebäude hat mit immer dem gleichen Wetter, aber verschiedene Heizungen dazu hat und sieht, wie sich die zueinander verhalten. Ich glaube, das hat auch keiner sonst, wo das mal ausrechnen kann. Was wir dann noch gemacht haben, war die PV als Abschattung. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel über der Terrasse, die ist die PV ganz links. Und sagen, naja, Eigenerzeugung habe ich natürlich auch dann irgendwann reingebaut noch, ne? Das Feld ist hier auf dem Bild noch frei. Nee, kann ich beweisen. Das Feld habe ich dann auch noch irgendwann zugepflastert. Das waren dann die letzten 3 kW mit Eigennutzung, mit Eigenstrombedarf. Und Sie sehen, halt, stopp, der ist immer so schnell hier. Und Sie sehen jetzt auch, dass die ganzen Photovoltaikanlagen von der Abschattungsanlage jetzt ganz rechts über dem Wintergarten sind. Ne? Ich habe auch zwischen all den Modulen Markisenstoff gespannt und so eine Kurbel dran gebaut. Ja? Ich fahre dann die ganze Anlage aus, dann ist das ganze Haus im Schatten. Ja? Und das ist eine Markise, die hat mich damals 5.000 Euro gekostet und die bringt mir jeden Monat ein bisschen Geld, weil damit, das ist eine KW-Leistung, die mir das Haus abstattet, ganz einfach. Das sind so die Sachen, die man einfach sich zergehen lassen kann. Also die Photovoltaik bietet viele Möglichkeiten. In Nürnberg habe ich zum Beispiel jetzt beim Tag der Wissenschaften, haben sie vorgestellt, einen Photovoltaik-Drucker. Ja, da hat er also dann so eine Overhead-Folie in seine Druckmaschine rein. Das ist jetzt, kriegen sie jetzt neu, ist so ein Vierfachdrucker. Ne? Die haben dann Kosten, was haben sie, glaube ich, gesagt, glaube ich, 16 Quadratmeter pro KW brauchen sie bei 5 Euro pro Quadratmeter reinen Druckkosten. Ne? Da haben sie dann das Bild vom Chef abgedruckt, ne? Angeklemmt und das Ding macht Strom. Also da kommen noch ganz fantastische weitere Möglichkeiten, die natürlich sind. Weil wir natürlich SEV sind, was macht, wenn jeder denn sowas macht wie ich, ja, wo kommen wir denn dahin für die ganzen Denkansätze, die wir heute haben, möchte ich euch nur mal sagen, es gibt ein ganz einfaches Werkzeug im Internet über die www.sev.de zu erreichen, Energiewenderechner. Ja? Da sind alle hochoffiziellen Zahlen drin, die Ministerien momentan so ausspucken können. Sie können an den Schiebereglern praktisch ihre ganzen Energien rauf und runter setzen. Oben rechnet der Rechner aus, wie viel das in Deutschland Verbrauch macht. Das ist die einfache Version. Es gibt aber dann noch die etwas schönere Version, ist dann die für die Experten. Da können Sie dann einsteigen und mal Ihre Schieberegler rauf und runter ziehen. Was ist, wenn alle LKWs mit Wasserstoff fahren oder so? Ne? Das kann dann mit diesen Schiebereglern hier eigentlich beantwortet werden und Sie sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich denke mal, bevor man sich dann irgendwo mal mundfusselig redet oder irgendwas, mit diesem Ding habe ich schon Stunden gespielt. Es ist eine ganz klasse Übersicht, die man dann bekommen kann und auch erstellt. Klar, ich habe neulich mal wieder was gelesen von Desertec. Ich habe gedacht, das Ding wäre tot. Nee, das lebt noch. Ne? Und wenn ich heute einen Wasserstoffvortrag gehört habe, dann höre ich die große Industrie läuten, wie sie mich von meiner Energieversorgung schon wieder trennen will. Ne? Wenn einer Mensch von BIMS redet, BIMS brauche ich ab 500 kW aufwärts. Ja? Das ist also nichts, was ich zu Hause einsetze. Ne? Wenn ich das Ding im 2-3 kW-Bereich mache, komme ich auch nicht in die BIMS. So, das ist die Tabelle gewesen. Wir haben jetzt dann noch den letzten Sprung, das ist da hinten. Sie sehen diesen grünen Zitterpfeil, der da bis ans Null runter abspringt. Ja, das, damals, das war der Verkauf des letzten Diesels. Ja, den habe ich dann rausgeschmissen. Ich fahre eigentlich jetzt seit Jahren nur noch Elektroautos, 3 Stück laufen auf meinen Namen. Wenn man aber jetzt schaut, warum hat er denn das Ganze gemacht? Hier noch vom Eberhard Waffenschmidt, 100% erneuerbare Energien von seinem Vortrag, unten diesen Pfeil. Man sieht also schon, im Verkehrssektor wird wahnsinnig viel verbraucht und auch in der Wärme wird sehr viel verbraucht. Deswegen schauen wir uns die Autos jetzt noch einmal an. Klar, also die Schiffe sind früher gesegelt, ja, und haben die Welt erobert. Ich sag mal, heute haben wir damit viel auch. Es gibt auch Flettnerroute und solche Geschichten, die man machen kann. Wird auch einiges probiert. Es gibt auch so einen Frachter, der schon Parabolsegel hochschießt mit vielen Quadratmetern.
Die Bahn hat natürlich kein Problem mit erneuerbaren Energien. LKWs gibt es, glaube ich, von der Trägergruppe inzwischen einen 7,5-Tonner, der inzwischen fährt. Ich glaube, Siemens hat ein Modell in Kalifornien irgendwo. Da ist eine Autobahn in der Straße zum Flughafen hin elektrifiziert, also sprich Lastwagen mit Oberleitungssystem. Klar, geflogen ist man auch schon um die Welt mit reiner Solarenergie. Das ist eigentlich interessant, weil es da auch in die Speichertechniken reingeht, weil der Flieger, der musste praktisch in der tagsüber so wenig Energie verbrauchen, dass er mit dem Rest in der Batterie die ganze Nacht noch durchhält. Der war ja dann 5 Tage lang am Stück in der Luft. Geht also irgendwie jetzt mal, wenn wir dann noch über Mobilität denken, mal über unser liebstes Kind, über unsere Elektroautos. Das ist eine 5-sitzige Limousine mit 1,5 Tonnen, ich sag mal, die hat 50 kW Antrieb, geht wie Blücher, verbraucht ungefähr zwischen 12 und 18 kW, je nachdem, ob die Heizung mitläuft oder nicht, auf 100 Kilometer. Wenn man denn auch so über die ganzen Mobilitätsgeschichten läuft, habe ich hier noch ein kleines Leckerchen für euch. Ich komme ja aus Mittelfranken, da wohnt der Elsbeth, der mal gesagt hat, wir könnten ja auch mit Rapsöl fahren. Ne? Mit Rapsöl hat er also gesagt, da kann man dann so 30 Megawattstunden pro Hektar denn erzeugen. 10 braucht er dann zum Produzieren für das Rapsöl, hat er also noch 20 Megawattstunden, die er dann zum Autofahren zur Verfügung stellen kann. Das ist hier für uns in dieser Tabelle mal der Faktor 1. Wenn wir dann einfach weitergehen und sagen, wir machen jetzt die gleiche Menge an Ackerflächen, machen jetzt Biogas draußen, fahren ein reines Gasauto. Das ist dann praktisch jetzt hier die rot umrandete Tabelle. Ne? Da komme ich dann schon mal doppelt so weit, das ist ganz gut. Ich könnte aber auch aus dem Biogas das direkt verstromen, dann die Abwärme in den Häusern verbrauchen. Das ist dann auch schon mal besser. Ja? Und man sieht, durch die Effektivität des Elektroantriebs hat sich die Kilometerzahl schon wieder verdoppelt. Dann bin ich schon bei 4-mal so weit. Wenn man dann mal sieht, wie viele Autos denn wir fahren, wie viele Millionen Ackerfläche wir dann haben, da sieht man auch, dass dieser Weg nicht ganz so funktionieren kann. Was ich jetzt nicht so ganz gerne zeige, deswegen auch nicht umrande, ja, das ist dann eine Freiflächenanlage. Als Solarenergieförderverein sehe ich die Photovoltaikanlagen gerne an den Hausfassaden, an den Gartenzäunen und auf dem Hausdach, ne, aber nicht unbedingt auf der Ackerfläche. Da habe ich dann lieber als Wasserwirtschaftler und so, habe ich lieber ein Biotop oder irgendwas. Oder ich mache dann halt auf irgendwelche Galerien von irgendwelchen Straßen dann Photovoltaik drauf oder so, wo ich halt eh verbaute Fläche habe, haben wir ja genug davon. Aber ganz ehrlich, ne, da komme ich 70 Mal so weit. Und mit der heutigen Technik, das ist ja jetzt noch ein Auto mit relativ hohem Stromverbrauch gerechnet, ja, also ich habe es mal jetzt wieder durchgetippelt, ja, ich komme inzwischen auf Faktor ungefähr 120, 150 Mal weiter, wenn ich denn die Photovoltaikanlage auf den einen Hektar Photovoltaik nehme und damit Auto fahre. Im Gegensatz zu einem kann man sich mal so überlegen. Alle anderen Geschichten, was wir heute über Wasserstoff gesehen haben, sehe ich auch so. Wir werden diese Technologien brauchen, denn irgendwo habe ich Leistungsspitzen drin, die ich anfangen muss. Aber ich habe es als Verbraucher, als Endverbraucher immer gar nicht gern, wenn ich von meiner Energieerzeugung getrennt werde. Und der Wasserstoff bietet hier ein wunderbares Werkzeug für die Großindustrie, dann einfach zu sagen, ich treibe euch jetzt einen Keil, weil du kommst ohne mich nicht an den Wasserstoff und der kostet natürlich. Und dann sind wir wieder an dem Gängelband der Großindustrie, von der wäre ich als Bürger eigentlich ganz gern mal weggekommen. Weil wenn ich über meine Energie selbst entscheide, dann kann ich auch selbst entscheiden, ob für mich jetzt ein Soldat irgendwo Kridiumöl machen muss. Das T-Shirt habe ich seit 91. Gut, die Mobilität wissen wir auch. Elektro sind definitiv sparsam. Wir wissen auch, dass sie effizient sein können. Regenerativ in Zukunft auch im Winter aufladbar, denke ich mal, das werden wir auch noch hinkriegen. Zuverlässig und günstig im Unterhalt. Also das Fahrzeug, die Sie hier sehen, ja, die sind alle auf meinen Namen angemeldet. Das älteste Fahrzeug ist Baujahr 91. Also Elektromobilität ist nichts Neues. Leute, die Dinger, die funktionieren. Der Einzige, mit dem ich verunfallt bin, das ist der kleine 3. Der eine, der jetzt da gerade durchsaust, ja, das ist dieses Dreirad gewesen, diesen Twike, dem ist leider die Achse gerissen. Das ist der Saxo, das ist mein bestes Pferd. Den habe ich umgerüstet von Nickel-Cadmium auf Lithium-Ionen-Akkus, der fährt ganz gut. Der große da, das ist von Renault, das ist jetzt praktisch so von 2012, so das größte Pferd im Stall. Und jetzt joggelt da noch so einer im Eck und kommt nicht weiter. Ne? Das ist jetzt wieder ein Verbrenner und zwar ist es der Verbrenner, den mein Sohn sich gekauft hat. Bei meinen Kindern ist eins eigentlich ganz interessant. Seitdem meine Kinder denken können, ja, haben sie eigentlich nie Verbrenner kennengelernt. Meine Kinder haben nur Elektroautos kennengelernt. Und jetzt machen die Führerschein. Ihr könnt es euch vorstellen, die Diskussion, ja? Deswegen habe ich mein Kind interviewt. Der ist jetzt praktisch in der Kleinverdienersparte, der ist noch Auszubildender. Wir hatten früher gesagt, Gaswasser scheiße, heute sagt man, glaube ich,
Heizung, Lüftung, Sanitär. Heizung, Lüftung, Sanitär, sagt man heute, genau. Ne? Was waren seine Argumente, warum musste er sich jetzt den Benziner kaufen? Das eine war ganz klar, ne? Das war das Argument spontan. Er weiß ja eigentlich jetzt noch gar nicht, wo mal seine Freundin wohnen wird und nichts. Ja? Er hat aber gesehen, ja, zu laden braucht man ganz schön lange. Ich habe daheim keinen Supercharger, der mit 160 kW den Strom ins Akku reinpfeift, sondern ich bin da halt mit meinen 2 kW Schneichladern unterwegs. Ne? Das war für ihn schon ein bisschen abschreckend. Dann, günstig in der Anschaffung ist natürlich ein Elektroauto gerade mal noch nicht. Ja? Er hat jetzt für sein Auto 10.000 Euro bezahlt, ne, und hat ein Fahrzeug, wo er 1.000 Kilometer weit fahren kann und ist ein Neufahrzeug. Ne. Die Reichweite ist natürlich klar, das hat ihn als Youngster interessiert, der will natürlich nach Nürnberg schnell mal ins Kino sausen. Ne. Diese schnelle Tanken, das hat ihn natürlich auch interessiert und es war auch dann praktisch die technischen Möglichkeiten. Elektroautos kriegen meistens keine Anhängerkupplungen, bis auf eine einzige Ausnahme. Sein Chef hat von ihm verlangt, wenn er immer auf die Baustelle fährt, er muss ab und zu mal den Hänger hinten dranhängen, wenn er denn die Ölbrenner und alles mögliche und Rohre auf die Baustelle bringen muss. Auf die Art und Weise ist er, obwohl er es eigentlich von den Eltern richtig kennengelernt hat, trotzdem wieder beim Verbrenner gelandet. Wenigstens die Tochter ist mit treu geblieben, die macht jetzt gerade im Führerschein, hat nächste Woche Prüfung und die sagt, Papa, dieses blöde Schalten, das macht mich nervös. Ja, also sie freut sich schon, wenn sie dann Elektroauto fahren darf. Aber der Sohnemann als Technikfreak, der ist natürlich bei der manuellen Schaltung, warum auch immer, wieder hängen geblieben. Der weiß, wie lässig ich meine Elektroautos fahre, aber er will jetzt wieder schalten. Ich erwische ihn zwar immer wieder, dass er dann falsch schaltet und eigentlich den Motor hochjagt und gar nicht mehr effizient ist, aber bitte, es muss wohl so sein. Umsetzung auf die Gesellschaft. Wer kann denn Elektroauto fahren? Wer ist denn geeignet? Wo habe ich denn das Problem? Ja? Zeitarbeiter zum Beispiel, die nicht wissen, wo sie nächste Woche arbeiten müssen. Ja? Wie wollen die ein Elektroauto kaufen, wenn ich die Betriebe, in denen sie dann arbeiten, Elektro-Tankstellen zum Laden während der Arbeit zur Verfügung stellen? Deswegen mal meine Anregungen, wo Arbeitgeber, ne? Lieber Arbeitgeber, macht mal ein paar Dosen. Ja? Es reicht 2 kW, also wenn ich irgendwo 10 Dosen an die Wand schraube, das reicht. Vielleicht aufs Firmendach noch eine Angestellten- und Arbeiter-Photovoltaikanlage und die Sache ist gegessen, macht jeder ein bisschen was und unsere Autos werden ziemlich schnell regenerativ. Und dann noch die Geschichte mit den Führerscheinen. Ja, also ganz ehrlich, dass keine Fahrschule in Deutschland mit einem Elektroauto Führerschein macht, obwohl die den ganzen Tag mit 50 Sachen rumgurken. Ne? Ich verstehe es nicht. Aber es sollte Standard werden, dass die Kinder praktisch beim Lernen ihrer Mobilität eigentlich auch die neuen Techniken wenigstens ansatzweise kennenlernen können und sagen, wenigstens eine Stunde mit dem Elektroauto muss schon mal drin sein. Ich bin Wasserwirtschaftsamt beruflich. Wasserwirtschaftsamt Ansbach ist mein Arbeitgeber. Und mir ist durchaus bewusst als Wassermensch, dass die Industrie momentan sehr große Angriffe darauf nimmt, uns als Wasserwirtschaftsamt aus der Verantwortung zu schmeißen und zu sagen, es geht auch, wenn man es privatisiert. Oh je, nur noch eine Minute. Ganz klar, ne? Also man kann Wasser sparen. Bei uns geht alles. Ne? Was beim Wasser aber auch sehr wichtig ist, man kann es auch durch den Wärmetauscher jagen, man kann auch mit Regenwasser putzen und man kann mit Regenwasser auch die Waschmaschine betreiben. Klar, Grauwassernutzung gibt es auch noch. Man kann aber auch das solar erwärmte Wasser oder durch Kraftwärme oder eben durch Fernwärme erzeugte warme Wasser auch dann eben in Geschirrspüler reinjagen. Was wir zu Hause jetzt seit 25 Jahren machen, funktioniert wunderbar. Dann sind wir nämlich beim Thema Speicher. Egal, ob ich jetzt Speicher elektrisch oder Speicher thermisch, Speicher gleichen mir Tagesbedarfe aus, Speicher gleichen mir Jahresbedarfe aus und Speicher ermöglichen die Kombination. In meinem Heimatdorf habe ich angeregt, einen Erdspeicher zu bauen, weil da kann ich 1 Million Kilowattstunden in die Lehm unter dem Dorf praktisch hineinpumpen, ne? Und dann eben im Sommer eben wieder rausholen und damit die Häuser heizen. Wärmepumpen können natürlich dann auch die ganzen Strom- und Wärmenetze dann auch miteinander kombinieren. Ne, wichtig, was ganz wichtig ist, ist immer noch, ne, wenn die Erneuerbaren nicht reichen in der Masse, dann nutzt auch keine Verteilung mehr. Ja? Ich denke an meinen Wolfgang Fabeck, der das ganz richtig, der mich auf den richtigen Trichter gebracht hat. Ne? Die zeitliche Energieverschiebung ist wichtiger als der Energietransport. Deswegen werden Speicher die wichtigsten Elemente unserer zukünftigen Energieversorgung werden, egal ob Wärme oder Wasser. Was noch dazu gehört, das ist doch ganz klar, ne? Mülltrennen, Radfahren und so weiter und so fort. Und das ist jetzt mein Dorf. 4 Jahre hat es gedauert, bis der Nachbar mich nachmacht. Inzwischen bin ich bei den Autos auch soweit. In meinem Dorf, auf meinem Namen, laufen 3 Elektroautos. Wir sind 140 Haushalte. Inzwischen sind 7 Elektroautos in dem kleinen Dorf angemeldet. Geht also.
Ich bin auch Mobbingbeauftragter und ich habe immer die Argumentation, die bei Mobbing in den Firmen immer schlimm ist, einfach mal auf Erneuerbaren übersetzt, machen wir später mal. Compact hat auch natürlich wieder immer wieder sehr gute Ideen und Propagandamöglichkeiten aufgetan. Was man natürlich auch machen kann, wenn man selber seine Häuser soweit im Griff hat, ich baue noch ein bisschen dran rum, da kommt noch was, aber egal, man kann auch auf andere Hausdächer gehen, das ist eine Bürgersolaranlage gewesen. Ne? Mit unseren Mitteln, und das ist jetzt vielleicht für viele noch ganz interessant, was ich jetzt unterschlagen habe, ich muss für mein Auto noch die 80 Euro Batteriemiete zahlen. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, ich verbrauche ungefähr 5.500 Kilowattstunden. Ne? Dafür muss ich meine 131 Euro bezahlen. Die 7.000 Kilowattstunden Nahwärme, das sind die Abgase der Biogasanlagen, die im Dorf sind. Allerdings haben diese zwei Biogasanlagen, die sich dabei teilen, einen sehr hohen Anteil an Reststoffen, sprich Stroh und dergleichen mehr und eben Gülle aus den Ställen, die sie da verarbeiten. Also da wird es eigentlich auch schon ganz gut. Vor allem, wenn ich jetzt mal auf meinen Kontoauszug schaue, die ganzen Solaranlagen, alle sind durch EEG inzwischen abgezahlt, aber 150 Euro überweist mir der Stromversorger trotzdem noch, weil die Stromversorgung ist ja immer noch da. Für die 4 bis jetzt dieses Jahr waren es, glaube ich, nur 3 Steerholz. Ne? Also das ist, sage ich mal, ein bisschen Freizeitvergnügen. Ne? Aber alles, mein Haus belastet mich mit ungefähr 40 Euro im Monat. Und damit bin ich aber 24.000 Kilometer weit gefahren, das Haus ist warm und mit Strom versorgt. Und das macht irgendwie mal nach. Und deswegen wollen die Herren dann so gerne uns trennen von unserer Energieversorgung. Ne? Gut. Ich habe das Buch von Hermann Scheer irgendwann mal am Trödelblatt gefunden, habe mir gedacht, jetzt lese ich das Ding mal dann durch. Und ein Satz hat mich dann interessant, wo er dann geschrieben hat, wie die Großkartelle die Demokratie immer versuchen zu zerstören. Und der Satz, die Fortsetzung dieser Bemühungen wird TTIP sein. Oh. Dann habe ich mir gedacht, den hole ich mir raus, den Satz, den müssen wir uns merken. Also wenn nächstes Mal die Gewerkschaften wieder nach TTIP fahren und so, ne, vielleicht schaffen wir dann auch mal die 300.000 Euro auf dem Platz. Genau, da ist der Rettungsschirm von den Erneuerbaren. Danke, ihr habt es geschafft. Herr Hufnagel, wir haben eben einen wunderbaren Vortrag gehört und ich habe im Vorgespräch habe ich einfach aufgehört, habe gesagt, Sie haben ein schwarzes Schaf in der Familie. Jetzt wissen wir, Ihr Sohn ist das nur in puncto Elektromobilität und wir können es entschuldigen, er braucht es beruflich, weil er Anhänger fahren muss. Welches Auto war das, das ein Anhänger hinten dran machen darf? Kein Elektroauto darf keinen Anhänger. Also ich kenne kein Elektrofahrzeug, das jetzt rauskommt auf den Markt und Anhängerkupplung bekommt. Also soweit ich weiß, der Twizy mal auf jeden Fall. Den gibt's und ich glaube, an die Zoe darf man auch einen dran machen. Bin mir da auch nicht ganz sicher. Vielleicht, meine Damen und Herren, schauen Sie einfach nochmal nach im Internet, wird sich finden, aber Tesla darf keine dran machen, das weiß ich jetzt auch. Frage, wie oft haben Sie Ihr Haus eigentlich schon umgebaut? Ich bin irgendwie aus dem Zählen rausgekommen. Das Haus an sich im Korpus wurde nie umgebaut. Das ist einmal so errichtet und so geblieben. Es ist eine Holzständerbauweise mit Isoflock ausgeblasen und das Dach mit Pavadex verlegt. Hm. Also sprich Holzspannstoffe. Holzpressstoffe und die Heizung habe ich aber dreimal umgebaut. Hm. Wiederholen Sie gerade nochmal, das erste war? Das erste war Blockheizkraftwerk. Mit dem Einzylindermotor? Mit einem Einzylinder, 300 Kubik, genau, mit 1,5 mechanischer Antriebsleistung, mit dem ich Strom erzeugt habe und 3 kW thermische Leistung. Mit den 3 kW habe ich praktisch das Haus geheizt. Mit den 3 kW Haus geheizt und dann, ja, aber das hat nicht richtig funktioniert, warum? Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, bis nach ungefähr 5, 6 Betriebsjahren der Hersteller die Serie aufgegeben hat. Das war ein Prototyp, das war Typ Nummer 1. Da hat man das einfach mal probiert. Während des Betriebes bestimmt 10-mal umgebaut. Der Händler war also sehr aktiv. Wir haben da also bis Heiligabend, 22 Uhr, haben wir da dort gestanden, haben geschraubt. Weihnachtsbaum in der Kälte. Ja, und man hat viel erreicht, aber... Man hat aber auch mitgekriegt, dass es nicht der Weg sein kann, um, sage ich mal, eine ressourcenschonende Energieversorgung aufzubauen. Also es ist nichts für die Masse gewesen. Das zweite? Das zweite war dann ein Ersatz des Blockheizkraftwerks durch eine große Solaranlage, wobei man dann immer das Winterproblem hat, weil im Winter hat man halt mal ein paar Wochen, wo es halt dann eben einfach eng wird und
Die hat man dann ein bisschen mit Strom überbrückt die ganze Zeit und alles, aber das war halt, dann hat man einfach gemerkt, ne, es gibt halt irgendwo immer so einen 3-Wochen-Zeitraum und auch der größte Speicher geht einfach nicht über diese 3 Wochen hinaus. Also habe ich mich dann praktisch von den Speichern wieder verabschiedet und rausgebaut und habe dann praktisch mit einer Wärmepumpe Erdwärme genutzt. Also das Letzte mit der Erdwärme, normalerweise kennt man immer das mit dieser Tiefbohrung, bis man eventuell am Grundwasser ist oder sowas. Ich finde Ihre Methode, die ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, richtig klasse. Wenn entsprechend großen Hof hat und vor allem auch die Frau mitspielt und sich den Garten umgraben lässt, ja, da ist das eine richtig klasse Sache. Das bewährt sich jetzt aber. Das bewährt sich sehr gut. Es ist immer noch installiert. Es ist jetzt fragt sich, wie lange? Ja, es ist ja schon wieder umgebaut inzwischen. Es wurde im Dorf inzwischen eine Nahwärme initiiert, wo also durch Biogas Kraft-Wärme-Kopplungen betrieben werden, die hauptsächlich vom Stromeinspeisung eigentlich leben. Und die Abgase, die früher praktisch in die Luft abgegeben worden ist durch große Kühlanlagen, die steckt man halt jetzt in Nahwärmenetz rein und da hängen dann über 100 Haushalte dran in dem Dorf, in dem ich lebe. Und davon bin ich halt einer der Haushalte und nehme jetzt praktisch diese Abgaswärme der Biogasanlagen. Ja, richtig klasse, das kommt immer mehr. Haben Sie jetzt Ihre alten Heizanlagen oder Teile davon wenigstens verkaufen können? Das Blockheizkraftwerk habe ich verkauft. Das hat sich ein Bastler geholt und hat es bei sich zu Hause auch wieder reinstalliert, einfach weil er sagt, ich habe da so ein bisschen Backup-System für Strom. Und die Schläuche von der Heizung liegen auch noch im Garten? Die Schläuche liegen immer noch da, die sind auch immer noch mit Gas gefüllt und ich tue es auch zu Wartungszwecken immer wieder mal einschalten, diese Wärmepumpe, und die funktioniert auch heute noch. Ah, diese Schläuche, das habe ich dann nicht richtig verstanden, diese Schläuche im Boden sind nicht mit Wasser gefüllt oder Wasser gemischt? Nein, die sind mit Gas gefüllt, mit diesem Kompressionsgas, das geht praktisch so mit 30 Grad minus geht es ins Erdreich raus und kommt dann so mit Erdwärme 5 Grad oder so kommt es wieder zurück und wird dann in der Wärmepumpe wieder hochkomprimiert praktisch auf Brauchwassertemperatur. Sachen gibt's. Der Mann hat alles ausprobiert. Da kann man ihm nur zu beglückwünschen. Ich glaube mal, gleich richtig gemacht ist, glaube ich, nicht Ihre Sache. Ne? Lieber ausprobieren. Naja gut, es hat über 20 Jahre, fast 25 Jahre gedauert. Wie ich angefangen habe mit dem Hausbau, da gab es noch keine Photovoltaikanlagen. Es gab damals noch keinen grünen Strom. Und all diese Rahmenbedingungen außen herum, die ändern natürlich das ganze Leben. Ja. Und dafür hat er jetzt eine Heizung, die ihn nichts kostet. Das ist doch richtig klasse. Hufnagel, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg beim Posseln. Ich denke mal, Ihren Sohn werden Sie auch noch mal irgendwann zum Elektrofahren bringen, wenn es da mal endlich ein Auto mit Anhängekupplung gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr Leben mit der Energiewende TV. Tschüss.